Ich habe hier so ein Stringet-Paket und das ist, soll ein Panda-Bär mal werden. Und bevor man halt die Schnüre dran machen kann, also hier rumwickeln, muss man diese sogar genannten Pins hinmachen. So. Einstecken und die muss man halt auch schon festdrücken, damit das nicht abfliegt, wenn man das dann umdreht. Und ja, hier haben wir halt so eine genannte Tabelle. Und da brechen wir jetzt einfach mal so ein Teil raus. Und dann drücken wir das wirklich da schön fest rein. Und hier habe ich mir schon welche vorgemacht. Und dann drücken wir jetzt einfach noch mehr rein von den schwarzen. Und das dauert auch manchmal ein bisschen. Man muss halt Geduld haben. Und die Pins stecken auch manchmal fest. Ich mache den jetzt nochmal raus für euch. Manchmal stecken die auch fest, da kriegt man die nicht gleich beim ersten Mal raus. Also deshalb drehe ich die halt manchmal ein bisschen und dann werden die halt. Weil wir den Pin jetzt nicht mehr brauchen, tue ich den auf die Seite. Und machen hier mal in unserem Panda in Schwarz weiter. Und drücken die Pins halt auch schön fest rein. Ich zeige euch dann mal das Ganze, wenn wir das hier auch noch gemacht haben. Dann haben wir alle schwarzen weg. Also alle schwarzen Punkte. Und das machen wir jetzt schnell. Gleich ist das hier fertig, das Schwarze. Dann haben wir auch noch ein paar Pins übrig. Die brauchen wir aber auch noch. Weil in diesem Stringet-Paket, hier waren zwei Dinge drin. Wie diesen Fuchs hier und den Panda. Und da sind halt auch noch die orangenen und schwarzen Teile und die weißen drin. Und dann zeige ich euch das jetzt mal, wie das jetzt aussieht. So sieht das aus. Man kann schon ein paar Umrisse erkennen. Und ich tue mal meine schwarzen Pins hier raus. Und lassen wir das mal so liegen. Und hier nehmen die weißen Pins. Ich mache jetzt da ein paar rein raus. Oder vielleicht auch alle. Es wird also ein bisschen dauern.